Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Und heute dreht es sich um eine Lidschatten- und Highlighter-Palette. Ich weiß nicht, ob ihr BH Cosmetics kennt, aber es ist ein Online-Shop bzw. eine Marke, die echt sehr, sehr coole Sachen hat. Und gerade Lidschattenpaletten haben sie eine sehr, sehr große Auswahl. Und die haben auch unter anderem Kooperationen mit ganz, ganz bekannten YouTube-Stars, wie zum Beispiel Carrie Bible. Ich kannte sie jetzt nicht, bevor ich diese Palette hatte, aber okay. Aber sie scheint wirklich sehr, sehr bekannt zu sein. Auf jeden Fall in Amerika oder England, ich bin mir nicht gerade sicher. Auf jeden Fall hat sie mit BH Cosmetics zusammen wohl eine Palette kreiert. Lidschatten- und Highlighter-Palette fürs Gesicht, also es ist so ein Mix. Und die möchte ich euch heute gerne mal zeigen. So, die sieht jetzt optisch erstmal, ich hoffe, das ist jetzt nicht so hell eingestellt, dass ihr das sehen könnt. Ja, gerade, weil die glänzt so ein bisschen, deswegen ist das ein bisschen sehr hell, aber ich glaube, so geht's. So, die ist ungefähr so groß, seht ihr schon mal im Verhältnis. Und dann steht da ganz groß Carrie Bible in Silber drauf, also ich finde die Verpackung auch total hübsch gemacht. Die ist dann halt so zum Aufmachen und da seht ihr auch schon, da ist auch ein Spiegel drin, was ich absolut toll finde. Hier ist halt auch noch so eine Schutzfolie. Ich gucke gerade, dass wir das so machen, dass es nicht stört. Und hier seht ihr schon mal, vielleicht aus dem ein oder anderen Video kennt ihr diese Palette schon. Ich swatche euch sowieso alle Farben mal in diesem Video, damit ihr sehen könnt, wie sie so aussehen, wie sie halt pigmentiert sind und die Farben so. Also es sind im Grunde sind das sehr, sehr viele Erdtöne, auch pflaumenbraune Töne. Also eine ganz, ganz tolle Auswahl. Vor allem hier unten diesen Highlighter, den finde ich ganz, ganz toll, diesen Rosa, ne? Die geben einen richtig schönen Schimmer ab, nicht zu stark, auch nicht irgendwie mit mega viel Glitzerpartikel oder so, dass es schon wieder komisch aussieht. Und das mag ich nämlich sehr, sehr gerne. Ich habe das Highlighten hier mittlerweile auch so ein bisschen für mich entdeckt. Früher habe ich mich nicht so getraut, ich habe immer Angst gehabt, dass ich danach aussehe wie so eine glänzende Speckschwarte, wenn man das so sagen kann. Und mittlerweile gibt es einfach ganz, ganz tolle Produkte, wo man da wirklich sehr, sehr gut mit highlighten kann. Deswegen bin ich mittlerweile auch ein Highlighter-Fan, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal die ganzen Swatches und sage bis gleich. Die Farben sind richtig toll, da sind matte bei und schimmernde. Also man hat irgendwie eine richtig tolle Auswahl, einfach auch von diesen Nuancen. Ich finde, die passen jetzt auch gerade zum Herbst, Winter passen die richtig toll. Also man kann da so tolle Looks mit schminken. Ich habe heute auch komplett nur mit diesen Farben mein Augen-Make-up gemacht.
und auch so ein bisschen gehighlightet hier und ja, auch den Highlighter, den ich drauf habe, das ist der rosane. Ja, also finde ich ganz, ganz toll und ich finde den Preis, finde ich auch sehr gut, also von Preis-Leistung finde ich auch, kann man nicht meckern. Diese Palette hier mit 14 Farben, also 10 Lidschatten und 4 Highlighter, kostet 14,50 Euro und ja, also ich finde die richtig toll. Ich benutze die fast täglich mittlerweile und ich liebe diese Palette einfach. Ich finde die richtig, richtig schön. Da hat die Carrie Bible sehr gute Arbeit geleistet, BH Cosmetics ja auch. Ja, auf jeden Fall ja, wollte ich euch einfach mal kurz mein Feedback dazu geben. Ich finde die echt super, also die wurde ja auch in anderen Videos und auf Instagram total gehypt und ich war einfach total neugierig, weil ich damit einfach so tolle Looks schon gesehen habe, die anderen damit geschminkt haben. Und also ich werde damit auf jeden Fall auch bald auch mal wieder mehr Make-up-Videos machen und da wird die mit Sicherheit auch vorkommen. Also die kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen, richtig, richtig schön und für das Geld kann man auch nichts falsch machen. Ja. So, was man noch dazu sagen kann, ich lese das kurz ab, bevor ich was vergesse. Also die Palette hier ist vegan, parabenfrei, allergiegetestet, klinisch getestet, hautfreundlich und ohne Tierversuche hergestellt, was natürlich extrem wichtig ist, finde ich. Ja, deswegen also, selbst da ist es, gibt es nur Pluspunkte, sehr, sehr cool. Ja. Ich bin schon gespannt auf die nächsten Looks, die ich damit schminken werde. Könnt ihr auch gespannt sein, was ich mir da so aussuchen werde und ausdenken werde. So, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Video. Und falls euch das gefallen hat, das Video, und ihr noch mehr solche Videos sehen möchtet in Zukunft, dann lasst mir einfach einen Daumen hoch da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!